2009. Mit einem Schlag wurde sie durch diese Ehrung weltberühmt. Ihr Roman Atemschaukel wurde 100.000-fach gelesen. Mit dem Schreiben begonnen hatte sie schon am Gymnasium. Hertha Müller stammt aus dem rumänischen Banat, beteiligte sich an Protesten gegen Diktator Ceausescu, stand unter Beobachtung seines berüchtigten Geheimdienstes Securitate, wurde gegängelt und bedroht. 1987 ging sie daher nach Deutschland. Die Auseinandersetzung mit totalitären Strukturen ist bestimmendes Thema in ihrem Werk. Immer wieder kritisiert sie unter anderem Wladimir Putin, dieser beleidige ihren Verstand. Vor Jahren schon begann sie daneben mit Schere und Kleber Worte zu arrangieren, schuf mit ihren Collagen Bild-Text-Kunstwerke, räumt dabei dem Reim, wie sie selbst sagt, ein Mitspracherecht ein.